mich wieder. Ja, heute gibt es einen Action-Haul, aber ich habe tatsächlich auch noch ein wenig bei Woolworths geshoppt, bei Teddy und bei Kick auch nur also wirklich eine Sache, eine einzige Sache. Ich muss dazu sagen, Action ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden, weil ich übers Wochenende mit meinem Partner in NRW gewesen bin, bei seiner Familie, weil er hat 40. Geburtstag gehabt und da habe ich gesagt, komm, wir fahren zu deiner Familie, dass du deine Familie um dich hast und wir gemeinsam feiern können. Und ja, wie soll es anders sein? Dann habe ich mir gedacht, muss ich doch mal gucken in NRW, im Sauerland, was es da so an Actionfilialen gibt. Und ich muss tatsächlich feststellen, was mir aber schon irgendwie klar war, dass ich in NRW Dinge bekomme, die ich bei mir hier im, ich sag's jetzt mal, im Osten, ja, ich bin ja aus dem Bundesland Brandenburg, die ich hier im Osten erst Wochen oder Monate später finde. Und aus dem Grund habe ich mich natürlich mega darüber gefreut, dass ich da bei ein, zwei, drei Sachen fündig geworden bin. Und ja, das wollte ich euch heute zeigen. Ich würde aber tatsächlich erstmal mit den kleinen Einkäufen anfangen, sprich Woolworths, Kick und Teddy. Ich starte einfach mal mit Woolworths, weil Woolworths liegt hier schon direkt neben mir. Und zwar bin ich tatsächlich hier auch, beziehungsweise habe ich festgestellt, ich glaube, ja, ich fange einfach mal so an. Und zwar geht es um diese Sammelkisten, um diese, also eigentlich ist es ja ein Perlenkasten. Aber die kennen garantiert fast alle Bastlerinnen und Bastler. Und ich bin tatsächlich seit Wochen in sämtlichsten ja, ihr wisst, was ich meine, unterwegs, weil das ja tatsächlich das einzige Geschäft ist, wo es die noch für 1 Euro gibt. Aber ja, wir sagen mal, es gab sie für 1 Euro. Mittlerweile gibt es sie nirgendwo mehr, bei keinem Woolworths. Die werden wahrscheinlich auch davon spitz bekommen haben, dass die jetzt im Teddy teurer geworden sind. Beziehungsweise, ich schätze mal, es sind ja alles wahrscheinlich dieselben Hersteller. Ich sehe gerade, hier ist ein Riss schon drin, aber das ist nicht schlimm. Und von daher sind das wahrscheinlich auch nur noch Restbestände, dass es die da für 1 Euro gab. Und ich habe jetzt auch nur noch in einem Woolworths Glück gehabt und habe da die letzten 2 Dosen gefunden, egal in welchem Woolworths ich sonst jetzt die letzten Tage war. Bei uns hier in Teltow hat jetzt nämlich tatsächlich am Freitag einer komplett neu geöffnet. Da gibt es die auch gar nicht. Ich war heute da, die gibt es gar nicht. Die sind gar nicht mit im Sortiment aufgenommen. Von daher denke ich, dass es Restbestände waren. Und wenn die irgendwann bei Woolworths wieder reinkommen, werden auch die dort 2 Euro kosten. Gehe ich ganz stark von aus. So, also habe ich die letzten 2 bekommen für 1 Euro. Dann habe ich, ist jetzt nichts zum Basteln, aber ja, ich wollte euch die mal zeigen. Habe ich so 2 ganz hübsche rosafarbene Schalen gefunden. Die finde ich halt total toll, um Stumpenkerzen darauf zu stellen. Und ich bin ja so ein kleiner Deko-Fanatiker und rosa, türkis und wie auch immer. Aber also eigentlich ist meine Deko im Wohnzimmer komplett rosa. Ja, und da fand ich die ganz toll eigentlich. Die sind echt süß. Da kommt eine fette Stumpenkerze oder 2 rauf, je nachdem, wie ich es dekoriere. Ich weiß es noch nicht. Und da hat ein so ein kleiner Teller 1,29 € gekostet. Habe ich gedacht, kannst du mal mitnehmen. Ja. Das war es auch schon an Dekokram. Wie gesagt, ich habe bei Woolworths auch gar nicht so viel gekauft. Aber da konnte ich tatsächlich nicht dran vorbei. Und zwar habe ich hier, ich habe ja schon oft Grußkarten, Kartenrohlinge gesehen bei Woolworths. Aber die habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Und zwar sind das tatsächlich welche, die sind um einiges größer als die normalen Kartenrohlinge. Die messen, warte mal, ich habe hier auch so eine tolle neue Unterlage, wie ihr seht. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Jetzt muss ich mal gucken. Die messen circa, dadurch, dass die jetzt in der Packung sind, 13 mal 18. 13 mal 18 cm. Also die sind definitiv um einiges größer als die normalen Standard-Kartenrohlinge. Und deswegen haben die mich total gereizt. Ich fand die total toll, weil ich habe auch immer das Problem, ja, ich kann Umschläge selber machen, aber da habe ich, bin ich ganz ehrlich, nicht immer die Lust zu. Und hier sind halt auch gleich Umschläge mit drin. Und deswegen fand ich das total cool. Das sind praktisch 10 Stück mit eben halt passenden Umschlägen für 2 Euro. Ich habe gesagt, komm, nimmst du mal mit.
Fand ich ganz witzig. Also ich finde es halt cool, wenn man auch mal so eine etwas größere Karte machen kann, weil ich finde tatsächlich oft, dass diese ganz normalen Kartengrößen für das, was man machen möchte, manchmal nicht ausreichen. Ja, man kann auch Slimline-Karten machen, aber ist schon wieder ein ganz anderes. Ja, das Format ist halt ganz anders und ich finde, das kann man dann nicht miteinander vergleichen. So, dann habe ich entgegen meiner gesamten Einstellung in den letzten Monaten. Ich kaufe ja tatsächlich hier weder bei Teddy noch bei Woolworths, Kick, wie auch immer, keine Designblöcke mehr in 15x15 oder eben in 15x21. Obwohl eigentlich ist es gelungen, ist 14,8x21. Aber ich konnte an dem hier tatsächlich diesmal nicht vorbei. Den fand ich wirklich schön. Der hat mir optisch gut gefallen. Ich finde die Farben schön. Hier haben wir einmal grün gepunktet. Hier haben wir ein paar Monstera-Blätter drauf. Dann haben wir immer mal so weiß-schwarze Papiere. Huch, da knackt es gleich dazwischen. Das finde ich auch total schön. Hier dieses noch. Also das hat mich total angesprochen. Das finde ich auch richtig schick. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, mal geht es. Mache ich ja nicht immer. So. Also der durfte dann auch noch in meinen Einkaufskorb für 2 Euro. Und dann habe ich noch mal zugeschlagen. Bei diesen Automagneten, diese Deutschland-Automagnete, habe da nochmal die letzten 5 aus dem Woolworths, wo ich in dem Moment war, nochmal mitgenommen für je 50 Cent. Weil die, wie gesagt, halt wirklich total toll sind für die Stanzaufbewahrung. Und es ist ja völlig egal, was hinten drauf ist. Man schneidet sich die zurecht und dann ist gut. Ja, das letzte von Woolworths, was ich mir noch mitgenommen habe, da muss ich mich mal kurz bücken. Ja, ich habe tatsächlich. Das habe ich noch nie gemacht. Habe mir bei Woolworths 30x30 Blöcke gekauft. Und zwar aus dem Grund, weil ich die halt schon kenne von diesen ganz kleinen Blöcken. Diese 10x10 Blöcke gab es mal bei Woolworths. Und jetzt haben sie die auch in 30x30 gehabt. Und zwar sind das die. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch schon in klein kennt. Die sind halt komplett farblich abgestimmt mit einfarbigem Papier, wie ihr seht, und mit gemustertem Papier. Und das Coole ist halt, dass diese 30x30 Papiere eine 230er Grammatur haben. Also die sind nicht so dünn wie dieses Papier in den 10x10 Blöcken. Ja, da hat ein Block 5 Euro gekostet. Ist natürlich im Verhältnis zu Action ordentlich. Aber ich muss dazu sagen, oder ja, doch, mein Partner begleitet mich tatsächlich fast immer zu Action, zu Woolworths, wo auch immer, wenn er gerade nicht arbeiten ist. Was ich total klasse finde. Macht ja nicht jedermann mit, ne? Und eigentlich hat er mich dazu verleitet, weil ich gesagt habe, nee, die sind mir zu teuer, kaufe ich nicht. Und er hat gesagt, ach komm, das ist ein ganzer Block und du machst auch da immer so schöne Sachen draus, da kann man das mal ausgeben. Ja, und wenn dein Mann dir sagt, du machst da so schöne Sachen draus, na ja Gott, dann nehmen wir die halt mit, ne? Dieses, ja, wie sagt man, dieses Lob muss man ja auch mal annehmen. Ja, ich blätter es nur mal ganz fix durch und zwar haben wir hier, also es ist komplett in Lila gehalten, dieser Block, so ganz helle Töne und Fliedertöne und wie gesagt immer ein gemustertes. Hier haben wir so karierte Blätter. Also die einzigen, die sich halt auch in den Blöcken wiederholen, sind hier diese Flamingos. Die finde ich, sorry, ganz schrecklich. Aber es muss ja auch, es ist ja immer irgendwas drin, was nicht gefällt. Und das Gute ist halt, dass die Rückseiten eben einfarbig sind und dann kann ich ja die Rückseite benutzen. Ich muss ja nicht die Flamingos nehmen. So, auch hier diese Blumen gefallen mir auch jetzt nicht so gut. Dann nehme ich halt die Rückseite. Ist halt ein schöner dunkler lila Ton. Hier haben wir so, ja, so Weltall-Motive. Ist ganz hell. Das ist wieder in Ordnung, finde ich. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie. So könnt ihr beide Seiten sehen, glaube ich, ne? Dann blätter ich mal doch so schnell durch. Hier haben wir eine gepunktete Seite, die geht natürlich immer, aber auch die Rückseite. Hier auch ein paar süße Herzchen, ist auch total süß. Gestreift geht auch. Die Sterne, ja, gut, sind Kreuze, sind keine Sterne, die sind auch in Ordnung. Dann haben wir hier so ein größeres Wabenmuster. Das ist wieder mehr Vintage angehaucht. Ja, Rosen ist jetzt auch nicht meins, aber es geht halt an. Entschuldigung. Es geht halt immer die Rückseite. Hier haben wir ein großes kariertes Muster. Hier ist so ein bisschen, sieht man das? Das sieht man schlecht, ne? Aber ich denke, man sieht's. Hoffe ich. Wartet mal.
ja, so ein paar Blumen. Hier nochmal ein Wabenmuster in einem dunkleren Ton. Das war's. Das war halt der lilane Block. Dann gibt es den nochmal in grün. Es sind aber tatsächlich immer so ein, zwei andere Motive drin als in den anderen Blöcken. Aber wie gesagt, die Flamingos sind, glaube ich, in jedem. So, hier haben wir einmal gepunktet. Dann auch hier wieder diese Blumen im Hintergrund. Irgendwie blendet es hier. Aber ich denke, ihr könnt es trotzdem erkennen. Also ich hoffe es. Hier auch wieder kariert. Herzchen. Da sind sie. Nein, nicht meins. Hier haben wir mal ein neues Muster. So, ja. So ein paar geschwungene Linien mit Pünktchen drauf. Finde ich total schön. Da ist wieder das Kreuzmuster. Das hatten wir bei dem anderen auch schon. Das auch. Das ebenso. Das auch im gestreiften, in der gestreiften Optik. Also es ist, gleicht sich halt wirklich. Aber es sind halt immer diese anderen Farbtöne. Und das finde ich tatsächlich auch echt cool. Das, glaube ich, war im anderen nicht bei. Und hier ist noch das kleine karierte Muster. Das war der grüne. Dann haben wir den nochmal in blau. Ich werde den mal gucken, dass ich den ein bisschen schneller durchblätter, wenn wir hier die ganzen... Ne, hier haben wir wieder ein anderes Motiv. Hier haben wir Blümchen. Hier sind... Ja, es sieht aus, eigentlich könnte man sagen Wolken oder Wellen. Käme beides, glaube ich, in Frage. Also hier haben wir tatsächlich ein paar mehr verschiedene Muster. Aber ich muss dazu sagen, das Blau kommt hier auch wieder in der Kamera nicht so rüber, wie es eigentlich aussieht. Also es ist wirklich ein schön... Das ist nicht so ein tiefes Blau wie hier. Es ist tatsächlich eher, geht so in die hellblau, babyblau, aber eben halt immer abgestuft. Hier haben wir mal so schräge... Das sind... Oh Gott, wie heißen denn Ginkgo? Heißen die, glaube ich, ne? Ginkgo-Blätter. Hier haben wir auch wieder im Hintergrund so Rosen. Dann mal mit ein bisschen Schrift. Was steht denn hier? My Love Bug, My Wifey, My Muffin, My Sweet. Also ein paar Schriftzüge. Hier haben wir auch wieder so einen Vintage-Style-Hintergrund. Das sind, glaube ich, so... Himmelsrichtung Sterne. Nennt man das Sterne? Auf jeden Fall die Himmelsrichtung. Dann haben wir wieder diese Blüten im Hintergrund. Seht ihr das? Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht das gar nicht richtig. Hier sind ein paar ja, Federn und Blütenranken, Blätterranken. Hier haben wir nochmal die geschwungenen Linien. Die finde ich wirklich schön. Hier haben wir noch... ja, auch so Linien mit, was haben wir da, Steuerräder, also ist auch mehr so maritim so ein bisschen. Ja, das ist wieder ein Muster, was gar nicht so, ja, mag ich nicht. Und hier haben wir noch, also auch nur so ein bisschen, kann ich nicht beschreiben. Also einfach nur ein bisschen mit weißen Strichen. Sieht man das überhaupt? Ihr seht es gar nicht. Ach, das ist ärgerlich. Aber man sieht ja hier so ein bisschen die ganzen Motive, die drin sind. Na? Das war der blaue. Und dann haben wir den natürlich noch in rosa oder pink. Eigentlich ist es ja pink. Ist ja kein rosa. Und zwar haben wir da wieder dieses Muster mit drin. Dann auch wieder die Blümchen. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in keinem. Ist jetzt aber auch nicht so mein Fall. Nehme ich halt die Rückseite. Ja, hier natürlich auch die Rückseite. Die finde ich immer ganz schön. Das ist auch schön. Ja, das ist auch wunderbar. Da ist auch so im Hintergrund so ein bisschen Blätterranken gestanzt, wollte ich gerade sagen. Hier haben wir wieder Blüten. Kann man, glaube ich, echt schwer erkennen, ne? Hier haben wir wieder eine Schrift im Hintergrund. Das sind... Ja, so Blütenkreise. Das ist wieder der schöne gestrichelte mit diesen geschwungenen Linien. Hier haben wir die Kreuze mal wieder. Die waren jetzt in dem letzten Block nicht. Hier haben wir wieder so unförmige Kreise. Das ist auch nicht so meins. Und hier sind nochmal die Blumen. So, das war der letzte Block von Woolworths.
Dann habe ich, wie gesagt, bei Kek noch mal reingeschaut. Da habe ich aber tatsächlich nicht viel gefunden. Und zwar nur diese Papierpakete in der Sale-Abteilung für 1,99 € anstatt 2,99 €. Da haben wir einmal diese Farbtöne, also so die Standardfarben. Habe ich auch tatsächlich nur mitgenommen, weil es halt auch ein bisschen fester ist und ist mal gut. Warte mal, ich gucke gerade mal. Steht aber keine Grammatur drauf. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich habe reingeguckt, da sind 20 Blatt drin und man kann es halt super als Kartenaufleger nutzen. Oder auch für diverse andere Sachen, denke ich. So, und dann habe ich noch zweimal dasselbe mitgenommen, aber eben in Pastelltönen. Das waren tatsächlich auch nur die drei Pakete da drin in dem Körbchen. Und da habe ich gesagt, ach komm, für 1,99 € ist das in Ordnung. Das war tatsächlich auch im Sauerland. Ich war gerade Woolworths. Woolworths war Woolworths im Sauerland? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Woolworths war Berlin. Aber Kek war Sauerland. Machen wir mal mit Teddy weiter. Ich muss euch mal ein bisschen. Ich stelle euch, glaube ich, mal ein bisschen tiefer. Dann kann man vielleicht die Sachen auch besser erkennen. Wie gesagt, mein Partner kommt tatsächlich sehr oft mit, wenn ich irgendwo shoppen gehe. Und aufgrund dessen, dieser Teddy jetzt ist tatsächlich auch im Sauerland gewesen. Und aufgrund dessen ist es dann doch dazu gekommen, ich habe ja immer gesagt, ne, die Aufbewahrungsboxen, die jetzt 2 € kosten bei Teddy, kaufe ich nicht mehr, weil mir das einfach zu teuer ist. Das sind 100%, die raufgeschlagen haben auf den Originalpreis. Bei 1,50 wäre ich gegangen. Für 2 € kaufe ich die nicht, weil ich das echt utopisch finde. Ja, wenn mein Partner mitkommt. Ach Schatz, du brauchst die doch aber. Ja, die sind aber zu teuer. Das ist egal, wir nehmen jetzt welche mit. Da gibt es gar keine, also da kann ich gar nichts gegen sagen. So, und demzufolge sind dann doch nochmal 6 von den Aufbewahrungsboxen mitgekommen. Klar, ich freue mich natürlich darüber, ne? Aber ich werde es definitiv nicht permanent machen, weil ich finde es einfach nicht fair. Da, ich meine, ja, es ist Plastik, es ist aber Hartplastik und das verwendet man halt immer. Es ist ja nicht so, dass es irgendwann, also bei mir jedenfalls nicht, dass es einfach mal so im Müll landet. Ich nutze die halt für viele Dinge. Ich nutze die für meine kleinen Stempelkissen. Ich nutze die für meine Nylongarne von Kreativdepot. Und von daher brauche ich die. Ich habe auch diverse noch für meine ganzen Perlen. Also es ist ja nicht so, dass ich die irgendwann nicht mehr benutze. Ja, also von daher, ich finde 2 € echt heftig. Aber gut, wir wollen mal nicht meckern, ne? So, dann habe ich noch ein paar Kleinartikel gefunden, wo ich gedacht habe, ach komm, ist ganz niedlich, kannst du bestimmt auch mal irgendwo bei einem Projekt einsetzen. Und zwar waren die hier, also ich habe die vorher noch nicht gesehen, so kleine Puzzleteilchen, da sind 20 Stück drin. Die sind halt auch nicht ganz so dick. Das finde ich eigentlich ganz gut von der Stärke her. Sieht man das? Wartet mal. Ach, irgendwie fokussiert. Jetzt. Ja, sieht man ganz gut, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, einmal nimmst du die mal mit. Fällt dir bestimmt was zu ein. 1 €. Dann habe ich noch mitgenommen, die sind auch neu. Also ich habe sie jedenfalls vorher noch nicht gesehen. Ich denke mal, jeder von euch kennt bestimmt Scrabble und ich glaube, ihr habt die bestimmt auch schon mal in so Holzfarben gesehen. Und zwar gibt es jetzt diese Buchstaben beim Teddy in rosa und in blau, also so typisch für Babykarten. Und das finde ich von der Idee her total cool, weil man dann natürlich den Babynamen schön auf die Karte damit legen kann. Oder auf eine Box, je nachdem, was man halt verschenken möchte. Und die fand ich echt cool. Da sind 100 Stück drin. Und es ist wirklich ein richtig schönes Babyrosa. Das ist jetzt in der Kamera hier viel heller, als es ist. Nur, dass da mal. Ja, man sieht es leider nicht so gut, ne? Aber die sind echt, echt toll. Die sind natürlich auch ein bisschen dicker, wie man sieht. Aber ich denke trotzdem, dass das eine ganz witzige Idee ist. Einmal in Rosa, wie gesagt. Und dann noch für die Buben in Blau. Ja, fand ich cool. Fand ich echt cool. Pro Tüte 2 €. Ich finde aber für die Menge ist das völlig in Ordnung. So, dann habe ich mir noch bei Teddy einmal Dekodraht mitgenommen. Ich habe zwar diverse in Gold, Silber, Grün, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich in dieser Farbe, in diesem Rosa, noch nichts. Das ist ein schönes Altrosa. Und deswegen habe ich gedacht, komm, die kommt mal noch mit. Wer weiß, wofür man es noch brauchen kann. Und in der Farbe war es natürlich ideal. 1 €. Wie viel ist da drauf? Wartet. 50 Meter. Sieht man das hier so ein bisschen?
das. Dann durften natürlich wieder mit, und es gab auch wieder nur eine Packung. Also ich denke, dass ganz viele Leute wissen, wie gut die sind, habe ich mir nochmal die doppelseitigen Klebesticker mitgenommen, die es ja in der Werkzeugabteilung gibt, also in der Heimwerkerabteilung bei Teddy. Man erkennt es hier nicht so schwer. Da sieht man so ein bisschen, wie groß die sind. Und die kleben wie Hulle. Also die kleben wirklich gut. Die kleben natürlich auch sehr gut an den Fingernägeln. Aber irgendwie kriegt man das immer hin. Und ich finde die klasse. Die haben eine vernünftige Stärke. Also die haben eine schöne Dicke. Und da sind auch etliche drin und die halten eine Weile. Ich habe zwar auch noch welche, aber ich habe gedacht, komm, bevor du nachher keine mehr hast. Ja, 1 Euro. So, und dann entgegen meiner Vorsätze, ich habe auch immer gesagt, ich kaufe mir keine Sticker mehr. Ich habe immer noch eine ganze Kiste, obwohl ich schon so viele aussortiert habe und ich kaufe mir keine Sticker mehr. Aber es gab welche, an denen ich dann doch nicht vorbeigehen konnte, weil ich die echt niedlich fand. Und zwar sind das hier diese schwarz-goldenen Herzchen. Die fand ich echt süß. Die fand sogar mein Partner toll. Ja. Die fand ich echt süß und deswegen habe ich gesagt, ach komm, die kosten 1 Euro. 45 Stück nimmst du mit. Ja, die fand ich echt niedlich. Die haben auch so, die sind so ein bisschen korkig, finde ich, veranlagt. Ja, einmal die und auch an denen konnte ich nicht vorbei. Die fand ich aber wirklich schön mal für Boxen wieder. Ich bin kein Schmetterlingstyp, aber die fand ich echt niedlich. Und zwar sind das diese hier. Die haben halt diese Goldfolierung drauf und sind eben, sieht man hier ganz gut, schon erhöht. Die haben schon diese. Na, du fokussier doch mal. Aber man sieht es, glaube ich, ne? Die haben schon diese 3D-Pads mit drauf. Die sind praktisch schon. Ja, eigentlich fertig. Man muss da nicht mehr viel machen. Und ich fand es halt schön, dass da wirklich verschiedene Farben drin sind. Wir haben hier rosa, wir haben hier mintfarben, schwarz, weiß. Fand ich super. Ja, und deswegen habe ich gesagt: Ach komm, einmal machst du das mal. Und dann auch nicht zum Basteln, aber für mein Bastelzimmer-Ecke. Noch ist es ja nur eine Ecke. Es wird ja hoffentlich irgendwann mal ein Zimmer. Meine Tochter hat mich angeguckt wie ein Auto und dachte sich so: Mama, ist bei dir alles in Ordnung wahrscheinlich? Aber ja, bei mir ist alles in Ordnung. Aber das musste einfach mit. Ich bin ja auch, wie gesagt, so ein absoluter Deko-Freund. Und es gibt so Dinge, an denen ich dann irgendwie nicht vorbei kann, obwohl das so voll gegen meine Einstellung ist, wo ich sage, sowas braucht kein Mensch. Aber ich fand es mega süß und ich bin ja, wie gesagt, auch so voll rosa und Regenbogen und mit Gesicht und dies und jenes und guck doch mal. Ich finde den voll süß, so ein kleiner Fotohalter oder man kann da auch was anderes reinstecken, ja. Aber ich musste unbedingt diesen kleinen Halter haben, weil diese Regenbogenwolken einfach zuckersüß sind, oder? Seid doch mal ehrlich. So, und der hat 1 Euro gekostet. Den stellt man sich dann hin. Sieht man jetzt natürlich so nicht, weil es von oben ist. Aber ich fand den echt drollig. Ja, deswegen habe ich ihn mitgenommen. So, ihr Lieben, das war es tatsächlich auch schon von Teddy. Ich war tatsächlich noch im Sauerland bei Cody. Ich war das erste Mal in meinem Leben bei Cody. Habe mir so viel davon versprochen, aber um ehrlich zu sein, ich habe da nichts bekommen. Außer, wartet, ich habe mir 2 Ordner gekauft. 2 ganz normale große Ordner, aber die waren so schön von der Farbe. Und zwar einmal hier in Mintgrün und Rosa von der Marke Falken. Und die sind echt gut von der Qualität her. Haben auch dementsprechend, ich glaube, 3,49 € oder so pro Ordner bezahlt. Ja, die fand ich total toll. Und die habe ich mitgenommen. Ansonsten haben wir nur Haushaltsartikel noch mitgenommen. Die zeige ich jetzt hier nicht. Hätte ich was Tolles zum Basteln gefunden, hätte ich es euch natürlich nicht vorenthalten. Gab es aber nicht. Leider. Aber es ist ja nicht so schlimm. Dafür habe ich ja in 3 Sauerländer-Action zugeschlagen. Also wirklich zugeschlagen, ja. Ja, wir haben auch viel Haushaltsartikel gekauft. Wir haben tatsächlich auch Klamotten gekauft. Mein Freund hat sich eine Hose gekauft. Ich habe mir Hosen gekauft für meine Tochter, weil ich echt festgestellt habe, dass gerade so diese Stoff-Sommerhosen, die da immer haben, die sind günstig, Action halt, aber die tragen sich auch wirklich total schön.
Also immer, wenn ich jetzt bei H&M bin, gucke ich, ob die nochmal neue Hosen reinbekommen haben. Weil die wirklich bequem sind. Also wer da noch nicht reingeguckt hat, Mädels, guckt da mal rein. Die haben da so schöne Hosen. Ich muss mal gucken, aber ich glaube, ich habe die Verpackung jetzt alle weggeschmissen, sonst hätte ich euch die mal gezeigt. Ich muss mal gucken, ob ich doch noch irgendwo eine Verpackung finde, aber ich glaube leider nicht. Ich glaube, der Papiermüll ist schon weg. Aber ich zeige euch natürlich alles andere, was ich gekauft habe. So, und demzufolge, ich war. Jetzt muss ich überlegen. Ich war bei uns im Action einmal. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. War ich in unserem Action? Na, da war ich heute nochmal. In unserem. Aber als wir am Wochenende im Sauerland waren, war ich einmal in Plettenberg und zweimal in Hamm. Also in zwei verschiedenen. Weil Hamm scheint ja riesig zu sein und die haben zweimal Action. Ja, da habe ich geshoppt mit meinem Freund und ja, das war ordentlich. Also ich habe tatsächlich einiges gefunden, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, Haushaltssachen und so sind schon raus und Klamotten. Aber alles andere zeige ich euch. Ich zeige euch am besten erstmal eins der großen Dinge. Und zwar hat mich meine Tochter darauf gebracht. Meine Tochter ist ja so ein, ja, sie guckt immer ganz gern so, ja, wie nenne ich denn das? Videos von Bloggern, die ihre Schubfächer neu einrichten. Sortieren, ja. Und meine Tochter hat ja auch einen Schminktisch im Zimmer und hat dann gesagt, ah, ja, sortieren hier, sortieren da. Und irgendwann dachte ich so, ach, weißt du, eigentlich ist die Idee ja nicht so verkehrt für deinen Basteltisch. Ich habe ja auch zwei Schubladen an meinem Basteltisch und irgendwie legt man da immer alles rein und irgendwann ist wieder alles durcheinander. Und durch meine Tochter bin ich eben auf die Idee gekommen, diese Schminkutensilien-Organizer, nennt man das so, dafür zu nehmen. Ja. Ich finde die total cool, die Idee. Ja, wenn man die wirklich so in die Schubläden, weil die sind ja wirklich flach, die Schubläden im Schreibtisch, und die da reinsortiert und dann geht, also bei mir kommen natürlich keine Schminke rein, aber so Stifte und Büroklammern und Radiergummis und man hat dann tatsächlich so trotzdem noch so seine Ordnung. Ja, das wirklich alles so ein bisschen und nicht kreuzt sie quer und nachher sucht man wieder irgendwas. Habe ich mir die mitgenommen. Meine Tochter hat natürlich auch noch welche bekommen. Ich habe aber selber hier mir drei Stück mitgeholt. Mitgeholt? Gekauft. Ja, die sind total cool. Als erstes habe ich mir endlich mal wieder welche von meinen Lieblingskugelschreibern mitgenommen. Die habe ich tatsächlich zu der Jugendfeier meiner Tochter auch benutzt. Wir haben ja für mein Kind Ballons in den Himmel steigen lassen. Also wollten wir. Das Helium hat nicht so mitgemacht, wie es sollte. Aber wollten wir mit ein paar Wünschen und so. Und da brauchte ich ja Kugelschreiber und habe dadurch meinen Vorrat an neuen Kulis ja, dafür verwendet. Und die Gäste fanden die alle so toll, dass ich glaube, zwei von meinen Kulis wieder bei mir angekommen sind. Ich habe mich ein bisschen geärgert darüber, weil alle schönen Motive weg sind. Ja, also mussten wieder neue her. Und da habe ich mir einmal dieses Motiv mit den Herzchen wieder zweimal mitgenommen, weil ich die wirklich zuckersüß finde. Und noch diese Farnblätter. Die gehen auch. Ja, und mittlerweile sind ja fünf sogar drin, anstatt vier. Früher waren ja immer nur vier. Und von daher ist das völlig in Ordnung. So, einmal die. Jetzt lassen wir das mal hier liegen, weil an meiner Seite hier ist schon langsam kein Platz mehr. Dann habe ich mir nochmal, die habe ich euch aber letztes Mal schon gezeigt. Muss ich mal gucken. Aber ich fand die so toll und dachte mir, und bei uns gibt es die tatsächlich nicht mehr. Hab mir nochmal diese Papier- und Vellumblüten mitgenommen. Aber die, wie gesagt, ihr kennt die alle schon, ne? Ich zeige es euch nur schnell kurz. Nur schnell kurz. Okay. Auch ich habe bei Action wieder gegen meine Grundregel verstoßen und habe tatsächlich mal wieder Sticker mitgenommen aus der Kinderabteilung, was ich eigentlich nie tue. Aber die fand ich cool. Die sind wieder so ein bisschen retro. Erinnern mich irgendwie an meine Jugend. Ich weiß nicht warum. Aber die fand ich fetzig. Da haben wir hier einmal so Puffy-Sticker. Nennt man das Puffy? Ich glaube Puffy. Dann haben wir hier einmal so mit so einem gestrichelten Rand. Und hier ganz normale. Man kriegt die auch irgendwie nicht auseinander. Ah, doch, man muss die aus. Oh Gott. Nee, das ist blöd. Da reiße ich mir die ganze Folie kaputt. Ja.
Die habe ich einmal mitgenommen. Dann habe ich mir aus der Geschenkabteilung einmal diese Geschenkboxen mitgenommen. Also ich mache tatsächlich Geschenkboxen ja selber. So ist ja nicht. Das machen wir Bastler ja, denke ich mal, fast alle. Aber es gibt ja wirklich Situationen, wo es mal ganz, ganz schnell gehen muss und man irgendwas Kleines schnell noch verpacken will. Und für so eine Fälle habe ich sowas total gern. Und da gibt es wieder 4 verschiedene Pakete. Da sind immer 3 Stück drin. Und ich habe mich für 3 entschieden, die ich ganz toll fand. Das ist einmal hier diese schwarze Variante. Die finde ich halt super für einen Mann. Oder für einen, ja, jungen, erwachsenen Mann. Da haben wir einmal, hier sieht man es ein bisschen besser, also 2 verschiedene schwarze und eine weiße drin. Dann einmal diese Variante. Finde ich auch ganz niedlich. Und noch einmal diese Variante. Ja, die Geschenktütchen, die haben gekostet, kann ich euch auch gleich sagen. Muss ich erstmal die Kassenzettel so ein bisschen sortieren. Wo haben wir sie denn? 99 Cent. Faltkartons nennen die sich da. So, dann ganz unspektakulär habe ich mir mal wieder so einen A5 karierten Block mitgenommen von Oxford. Die finde ich immer ganz gut. Ich mag das halt auch, dass die hier an den Seiten mehrfarbig sind. Da kann man, wenn man möchte, es halt auch schön sortieren, je nachdem, was man da notiert. Ich habe davon tatsächlich schon mehrere, aber die gehen jetzt langsam wieder zur Neige. Und ich habe immer gern mal was auf Vorrat. Dann habe ich mir noch, das ist auch in Plettenberg gewesen, habe ich mir mal dieses Art Journal mitgenommen, in den Maßen 21x21. Ist jetzt eigentlich gar nicht so meins, aber ich fand das ganz cool. Mal, da ist so Aquarellpapier. Also ich bin der Meinung, dass es Aquarellpapier ist. Wartet mal. Ja, Aquarellpapier. Und das fand ich ganz cool zum Austesten. Ich bin tatsächlich mit noch nicht so bewandert darin, mit Aquarellfarben meine Stempelmotive zu kolorieren. Möchte es aber schon ewig machen und habe mich noch nicht getraut. Ich habe Aquarellfarben, so ist es nicht. Und dieses Buch finde ich ganz cool, um das wirklich mal auszutesten und mal so, ja, Fortschritte darin so ein bisschen festzuhalten, wie auch immer. Vielleicht nutze ich es auch für was anderes, das weiß ich natürlich noch nicht. Es kann ja immer mal irgendwie anders kommen. Aber wo wir gerade jetzt bei Heften und so weiter sind, kann ich euch das auch noch zeigen. Das habe ich mir aber in Hamm gekauft. Das ist voll süß. Da ist der Flamingo wieder cool, aber da geht es mir hauptsächlich so um diesen Hintergrund. Weil eigentlich mag ich auch so diese linierten Blöcke überhaupt nicht und dieses Papier eigentlich nicht so. Aber ich fand den so niedlich. Den musste ich haben. Fand ich auch wieder ganz cool. 100 Blatt, 80er Grammatur, Maße 17x21. Und ganz ehrlich, also so Notizblöcke gehen doch immer, ne? Und hier sind tatsächlich auch, seht ihr, das habe ich euch jetzt vorenthalten, zwischendurch auch immer wieder so Taschen noch mit drin. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, sei mal nicht so. Was haben wir denn noch Schönes? Ich habe mir mal ganz unspektakulär noch 2-mal Glossy Fotopaper mitgenommen, weil es jetzt wahrscheinlich doch öfter mal vorkommt, dass wir wieder ein paar Fotos zu Hause ausdrucken und da sind die immer ganz cool. Und ich glaube auch, damit kann man tatsächlich auch so gut beim Basteln arbeiten. Die kosten, glaube ich, 99 Cent, wenn ich mich nicht irre. So, dann habe ich mir noch wieder so eine kleine Fächermappe hier mitgenommen. Da sieht die Farbe jetzt wieder anders aus, als sie ist. Es ist Mintgrün, kein Türkis. Und das war tatsächlich die einzige Farbe, die mir noch gefehlt hat. Das sind ja die Hefte, wo ich meine Sticker aufbewahre. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ja, da durfte das nochmal mit. Ja, habe mir mal wieder 2 von diesen bedruckten Hüllen mitgenommen. Oh. Ja, das habe ich nicht gesehen. Guckt mal. Da hat es das Cuttermesser wieder zu gut gemeint. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Das klebe ich von innen zu. Aber die fand ich wunderschön. Und habe mir dann noch 2 andere mal mitgenommen, die ich sonst noch nicht hatte. Auch vorne ganz normal mit dieser Tasche. Und die hat aber hinten noch ein extra Fach dran. Ich denke, das ist immer ganz cool, wenn man noch so, ja, wenn man das zum Beispiel für Designpapier benutzt, dass man hinten noch so extra Reste mit reinpacken kann. So,
dann gab es noch, die habe ich jetzt für meinen Sohn einmal und für mich einmal mitgenommen, für den Berufsschulordner. Gibt es so, die habe ich vorher noch nie gesehen, so Display-Folder mit 30 Klarsichttönen. Das heißt, das ist schon ein vorgefertigter Hefter, den man direkt in den Ordner abheften kann. Und der Hefter hat innen drin 30 Folien. Finde ich ganz cool. Müssen wir mal gucken. Kostet, glaube ich, 99 Cent. Und ich habe es auch noch mal für mich in rosa mitgenommen. Also es sind jetzt alles mehr so Büroartikel. So, nicht geärgert. Ich habe mich so gefreut, dass ich die bekommen habe und habe mich dann im Nachhinein geärgert, als ich festgestellt habe, das ist gar nicht die Farbe, die du haben wolltest. Es gibt ja tatsächlich noch eine andere. So, und zwar geht es ja hier um diese Label, ja, Etiketten, Bänder, wie auch immer, die man in den Dümo stecken kann, weil ja wohl das andere Gerät nicht wirklich was taugt. Und den Dümo habe ich, Gott sei Dank. So, und dann habe ich mich super gefreut, dass ich das rosa bekommen habe. Ich habe aber vorher schon gedacht, irgendwie sind das eigentlich, ja, Neonfarben. Das rosa sah anders aus, was ich gesehen habe. Bis ich im Hall gesehen habe, dass jemand, ja, dieses schöne, helle Rosa und Flieder bekommen hat. Das habe ich jetzt auch heute in unserem nicht bekommen. Geschweige denn in den im Sauerland, in den dreien. Aber, also ich hatte das zweimal mitgenommen, habe aber auch noch das Grün-Gelbe einmal mitgenommen. Und das eins, worüber ich mich mega gefreut habe, auch diese pastelligen Farben, aber eben nicht rosa und Flieder. Aber diese, die sind so, so schön. Die habe ich mir natürlich gleich dreimal mitgenommen, weil ich die echt toll finde. Und die kosten 99 Cent. So, das waren jetzt die kleinen Sachen. Nee, stopp. Zwei kleine Sachen haben wir noch. Ich habe mir noch ein paar Stempelchen mitgenommen. Diese Holzstempel. Und zwar einmal die Vögelchen. Die finde ich auch ganz witzig. Und noch diese, oh, wie heißt denn die? Ich komme nicht auf den Namen, wie diese Blume heißt. Ich kenne sie, aber ich komme nicht drauf. Und die finde ich richtig, richtig schick. Also ich hoffe, dass sie sich auch so abstempelt. Die finde ich wieder total super für den Hintergrund. So zum Embossen oder nur in Schwarz auf einen farbigen Hintergrund und vorne einen Spruch drauf. Total schön. Und ich glaube, kosten die auch 99 oder sind die schon teurer geworden? Ich weiß es nicht. Aber die zwei haben mir gefallen, die anderen. Ich fand auch diese Giraffe auf diesem Mofa total cool. Aber die stelle ich mir schwierig beim Kolorieren vor, weil die dann doch ein bisschen kleiner ist. So, und dann habe ich mir was mitgenommen, wo ich früher gesagt hätte, ach, so ein Kikifax brauchst du nicht. Aber guckt euch doch mal bitte diese hübsche Kramtasche an. Ich fand die so süß und habe gedacht, die auf dem Schreibtisch mit dem ganzen kleinen Gedöns ist doch super toll. Seht ihr das? Die funkelt, die glitzert richtig doll. Und dann diese rosanen Herzchen und dann noch durchsichtig. Und ich bin ja so, dass ich echt auf die Qualität des Reißverschlusses achte. Und die ist super. Die ist echt super. Und die hat auch 99 Cent gekostet. Und da habe ich gesagt, ach komm, ich nehme die mit, weil mir die so gut gefällt. Ja, sehr hübsch. Die durfte noch mit. Dann habe auch ich, den habe ich glaube ich bei der lieben Anni gesehen, diesen Block gefunden. High Quality Marker Pad. Ich habe es mir mal angeguckt im Geschäft. Es ist tatsächlich so, wie Anni auch sagte, ganz dünnes Papier, 75 Gramm Natur. Aber du merkst schon, wenn du es anfasst, es ist anders als normales weißes Zeichenpapier. Es ist anders. Und die werben ja hier damit, dass man mit Alkoholmarkern darauf zeichnen kann, ohne dass irgendwie was verläuft oder durchdrückt. Und Anni hatte das, glaube ich, ja ihren Sohn testen lassen, was ich total niedlich fand. Und da hat es auch super funktioniert. Ja, und das war für mich jetzt so der Punkt, warum ich gesagt habe, ich nehme es mir mal einmal mit. Wer weiß, wofür ich das benutzen kann, möchte, werde, wie auch immer. Okay, das war das. So, ihr Lieben, und dann habe ich natürlich noch den ein oder anderen 30x30 Block gefunden. Nee, stopp, wir haben was vergessen. Ich möchte euch ja nicht meine Stanzen vorenthalten, die ich gefunden habe. Die es bei uns nicht gibt, ja, wohlgemerkt. Es gab welche, die gab es ewig nicht. Die sind aber schon lange draußen. Und die habe ich jetzt wirklich im Sauerland gefunden. Und zwar sind das die hier. Einmal dieses Set. Ich zeige sie euch auch nur ganz kurz, weil, wie gesagt, die wird schon jeder kennen. Einmal dieses Set, die wollte ich schon länger haben. Dann gab es noch diese. Da finde ich den Rand halt total cool, ja. Da haben wir diesen Kreuzstich und noch so gepunktet und gestrichelt. Richtig cool. Dann die Briefmarken.
Habe ich auch nicht bekommen bei uns. Und als viertes gab es noch dieses Set. Da finde ich auch den Rand total cool. Ja, alles so diese quadratischen. Und quadratisch habe ich wirklich nicht so viel. Und ich finde, es wird einfach mal wieder Zeit, auch mal wieder quadratische Karten zu machen. So, diese. Und dann gab es bei uns auch diese neuen Dreierstanzen, die man so zusammensetzen kann. Und da habe ich mir jetzt, ich gucke gerade, fünf verschiedene mitgenommen. Und zwar einmal, wie zeige ich es euch denn am besten? So oder so. Ich habe einmal die Torte mitgenommen. Hier hinten sieht man ja immer, welche Motive es gibt. Ich habe da echt hin und her überlegt und mich dann nur für die fünf entschieden. Oder was heißt nur? Fünf sind ja schon viel. Einmal die Torte. Dann, den finde ich total witzig. Diesen Sessel. Den finde ich total drollig irgendwie. Den habe ich mitgenommen. Dann gibt es hier noch den Fuchs, wo ja auch noch die kleinen Rehchen noch mit drin sind. Total süß. Dann das mit dem kleinen Roller. Entschuldigung. Das fand ich auch total neckisch. Und dann habe ich noch die, soll ich mal gucken, ja, die Unterwasserszene mitgenommen. Die fand ich auch schön. Ist zwar wirklich ganz kleines Primelzeug, ne? Da muss man echt gucken, dass man es ordentlich ausstanzt, beziehungsweise es überhaupt hinkriegt. Aber man kann es ja mal probieren. Das waren die Stanzen. Okay, ihr Lieben. Ich räume es mal schnell beiseite und dann zeige ich euch noch ganz fix, aber auch wirklich nur fix die Blöcke. So, ihr Lieben. Ganz schnell alles weggeräumt. Dann kann ich euch jetzt noch schnell die Blöcke zeigen, die ich mir mitgenommen habe. Es sind, das muss ich mal gucken, drei verschiedene. Den hier, bin ich der Meinung, habe ich schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Und habe mir deswegen gedacht, den nehme ich nochmal mit, weil ich die Farben so wirklich, wirklich schön finde. Ja, was soll ich sagen? Regenbögen, ne? Und nicht, dass ich mich nachher ärgere und habe ihn doch nicht. Das finde ich total toll. Aber ich könnte schwören, ich habe ihn schon und ja, doppelt hält besser. So, das ist der. Also wie gesagt, ihr kennt den ja alle, deswegen blätter ich den auch. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr den alle kennt. Es gibt ja schon etliche Holz darüber. Ah, da fängt er auch wieder von vorne an. Das ist halt einmal der Do More of What Makes You Happy. Der durfte einmal mit. Und dann habe ich tatsächlich endlich mal zwei Blöcke bekommen. Die folierten Blöcke, die ich bei uns bis heute nicht kriege. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und das ist einmal der Fruit and Flowers. Der ist jetzt so, ja, kann man haben. Deswegen habe ich mir auch nur einmal mitgenommen. Ich werde schauen, inwieweit oder wo ich den verwende. Ich denke, der ist Fruit and Flowers. Ich glaube, damit kann man ein ganz cooles, vielleicht ein Kochbuch gestalten, zum Beispiel. Backbuch, wie auch immer. Muss man gucken, obwohl da sind die Blüten, glaube ich. Aber doch, ich stelle mir das ganz witzig vor, glaube ich. Ein Koch- oder Backbuch. Eher Kochbuch. Ja, hier haben wir noch mal so ein paar Zitrönchen und Orangen. Ja, den fand ich eigentlich so ganz cool. Mal gucken, was wir daraus machen. So, und dann natürlich, ich glaube, der ist ja auch mega gehypt gewesen. Und deswegen war ich erstaunt im Sauerland, dass es den in dem Action noch keine Ahnung wie oft gab. Ich habe ihn mir aber zweimal mitgenommen, bevor ich mich nachher ärgere, dass ich ihn wieder nicht habe. Und zwar geht es hier um diesen Life is short, eat desert first. Und ich finde tatsächlich, ja, die Farben sind mega cool, alle zusammen. Ich finde aber diese grünen Blätter mit dieser Goldfolierung finde ich gar nicht so toll. Das Lilane geht wieder. Aber mir geht es wirklich hauptsächlich um diese Blätter, ja. Die sind so witzig und süß. Hier, das ist gar nicht meins. Das auch nicht. Das nicht. Das ist okay. Aber dann kommt das wieder. Und ja, da kann ich dann nicht vorbei. Geht gar nicht. Geht auch nicht. Boah. Geht gerade so. Das muss auch nicht sein. Aber also das ist ja wirklich so, alleine dafür lohnt sich das einfach, diesen Block zu kaufen, finde ich. Ja, ist jetzt übertrieben gesagt, aber doch, ich finde den einfach süß.
Und deswegen habe ich mir den zweimal mitgenommen. Ihr Lieben, das war's schon. Oder schon, das war's. Ich bleibe scheinbar meiner Linie treu mit der Zeit. Aber bin auch ganz froh, dass ich die drei, vier Shops zusammengefügt bekommen habe. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zugucken. Vielleicht habt ihr auch wieder was Neues dabei entdeckt oder was Neues erfahren. Ich mache dann an dieser Stelle hier einfach mal einen Cut wieder. Es dauert auch gar nicht lange, bis wir uns wiedersehen. Ich habe noch einiges hier liegen. Ich habe euch ja auch einen großen JM-Kreationshaul versprochen. Der kommt definitiv, aber auch noch so ein paar andere Sachen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt ganz schnell von euch, damit ich auch ganz schnell das nächste Video drehen kann. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, tschüss.